Du kleine Mimose, machst dir in die Hose wegen Schimmel im Kühlfach, das kenn ich ja schon. Doch Koffer zu packen, nur weil alte Socken im Lampenschirm liegen, grenzt fast schon an Hohn. Hat dich, was ich dir erzählt hab, noch nicht ruhig gestellt. Du wächst dir den Meter dick Gras auf den Ohren. Mann, es ging um Deponia, selbst Aufopferung und Plan. Willst du mich rollen, hier nochmal von vorn? Und dann noch einmal von vorn. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Schön, nicht wahr? Herrlich, genau. Kaum vorstellbar, dass ich hier jemals weg wollte. Ah, Rufus. Das ist der Bursche, von dem ich dir erzählt habe. Der da? Nach deiner Erzählung hatte ich mir einen smarten jungen Mann vorgestellt. Keinen dreckigen Strauchdieb. Unterschätze ihn nicht. Als ich ihn kennenlernte, da war Rufus noch ein... Wie soll ich sagen? Sag es ruhig. Ich war ein selbstverliebter Chaot, aber ich habe mich gebessert. Genau. Im Augenblick hilft er zum Beispiel Captain Bozo dabei, den Kutter fit zu machen. Richtig. Ich wollte dich ja fragen, ob ich mir deinen Hammer ausleihen darf. Kein Problem. Nimm ihn dir aus meinem Werkzeugkasten da drüben. Danke, Doc. Du bist der Beste. Ich weiß nicht so recht. Irgendwas... scheint mir mit dem Jungen nicht zu stimmen. Aber Oma Utz, wovon redest du denn da? So, da sind wir also wieder und es geht los. Mittendrin sind wir jetzt im zweiten Teil und schauen uns hier mal ein bisschen um. Ich weiß noch nicht ganz, wo wir uns hier befinden, bei Doc und Oma Utz. Im ersten Teil, wir erinnern uns, da hat Rufus ja bei seiner Ex-Freundin Toni gewohnt und wollte dort nicht ausziehen. Ich bin gespannt, wo er jetzt wohnt. Etwa hier bei Doc und Oma Utz? Ich habe es einfach nicht gern, wenn jemand in meiner Privatsphäre herumschnüffelt. Aber Oma, Rufus ist doch kein Spanner. Ach nein, ein Spülknopf. Hat er sich denn überhaupt die Hände gewaschen? Natürlich hat er das. Rufus ist sehr reinlich. Das ist gut. Ich habe nämlich nur begrenzte Wasservorräte. So, so. Werkzeugkasten. Ach ja, richtig. Wir wollten ja einen Hammer. Das hatte ich schon wieder verdrängt. Hattest du nicht erzählt, dass er an ausgeprägter Selbstüberschätzung leidet? Oh. Die Zeiten sind vorbei. Rufus hat viel dazugelernt. Er ist viel vorsichtiger als früher. Natürlich. Und er ist unter die Hammerwerfer gegangen. Hallo, nimm den Hammer da weg. Auf mich? Wirkt dann Rufus wie ein brutaler Schläger. Auf mich auch gerade. Rufus und brutal? Niemals. Na, das fängt ja schon mal gut an. Und wir haben den Hammer immer noch nicht eingesteckt. Machst du dir keine Sorgen, dass er etwas klauen könnte? Ich vertraue ihm vollkommen. Wenn überhaupt, dann leiht sich Rufus nur etwas aus. Klauen tut er natürlich nicht. Ja, das ist ja jetzt unschön. Na hoch. Ich hoffe... dein junger Freund kommt meinem Opfipieps nicht so nahe. Das arme Tier ist so klein und verletzlich.
Keine Sorge. Der Rufus, den ich kenne, ist ein großer Tierfreund. Er würde deinem Opfi-Pieps niemals auch nur ein Haar krümmen. Nein, er krümmt ihm lieber die Federn. Und du bist dir sicher, dass er meinem Opfi-Pieps nichts ant... Ein Hund. Okay, damit können wir hier offensichtlich nichts anfangen. Und du bist dir sicher, dass er meinem Opfi-Pieps nichts antut? 100%. Ich sage nur, mir kam er sehr ungeschickt vor. Ach was. Deine Angst ist vollkommen unbegründet. Seit seinem letzten Abenteuer ist Rufus sehr vorsichtig geworden. Ja, sehr vorsichtig. Um Himmels Willen. Was tun wir jetzt? Spülung? Nein, komm, wir... Das können wir nicht bringen. Wir können den jetzt hier nicht... Oder doch? Und wenn er aufs Klo muss, dann soll er das bei euch auf dem Kutter machen. Ja doch, Oma. Ich habe nämlich kaum noch Wasser. Er holt doch nur einen Hammer. Das habe ich auch gedacht. Aber irgendwie sieht das gerade ganz anders aus. Aber die Spülung scheint nicht zu funktionieren. Aber wo ist denn eigentlich der Hammer jetzt abgeblieben? Und wenn bei ihm plötzlich die Sicherungen durchbrennen? Glaub mir, die Zeiten sind vorbei. Aber jetzt ist der Vogel raus. Können wir jetzt den Stromumkehrer nochmal benutzen mit dem Kasten? Wenn das alles stimmt, dann muss er sich ja um 180 Grad gewandelt haben. So ist es ja auch. Als hätte man bei ihm einen Stromumkehrer eingebaut. Ja, genau, so ist es. Okay, jetzt haben wir da zwar den Stromumkehrer, aber... Warum kriegen wir dann immer noch einen Schlag? Auf keinen Fall soll er Opfi-Pieps so viel zu trinken geben. Och, der badet doch nur eine Runde. Was deine einzige Sorge ist. Von sowas kann ein kleiner Vogel eingehen. Rufus wird schon nicht aus Versehen deinen Vogel ertränken. Natürlich nicht. Ach ja. Und jetzt? Ach, da ist der Hammer abgeblieben. Ich hoffe, dass er nicht meine ganze Wohnung auf den Kopf stellt. Er holt doch nur den Hammer. Wie viel Schaden kann er dabei schon anrichten? Offensichtlich eine ganze Menge. Kann sich ein Mensch wirklich so ändern? Es ist ganz einfach. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Und Rufus hat sich mehr als einmal die Finger verbrannt. Er hat dazu gelernt. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Woher nimmt Doc nur dieses Selbstvertrauen? Er würde doch fragen, bevor er sich an meinem Wasservorrat bedient, oder? Auf jeden Fall. Gut, gut. Ich muss damit noch bis zum Monatsende auskommen. Vielleicht mache ich mir unnötig Sorgen. Opfi-Pieps kann sich immerhin ganz gut selbst verteidigen. Ach, Oma Utz. Als würde das überhaupt nötig werden. Wie kriegen wir denn jetzt aber das Feuer aus? Das beunruhigt mich ja schon ein klein wenig. Okay, der Vogel hat es, wie es aussieht, trotzdem alles irgendwie einigermaßen überlebt. An den Hammer kommen wir auch nicht, bevor wir das Feuer gelöscht haben, nehme ich an. Was ist das denn noch für ein Knopf? Huch. Das sollten wir dann lieber doch lassen.
sonst noch was, das wir übersehen haben? Dazu kosten ja das ja nichts mehr drin. Dann machen wir den wieder zu. Wir sind ja schließlich jetzt ordentlich geworden. Nein, da passiert auch nichts. Sollten wir mal mit den beiden sprechen? Darf ich euch kurz unterbrechen? Natürlich. Hast du den Hammer gefunden? Naja, nicht direkt. Er ist in meinem Werkzeugkasten. Du kannst ihn gerne nehmen, solange du mir versprichst, kein Chaos anzurichten. Ich doch nicht. Darf ich euch kurz unterbrechen? Natürlich. Hast du den Hammer gefunden? Naja, nicht direkt. Er ist in meinem Werkzeugkasten. Ja, okay, das... Solange du mir... Ich doch nicht. Hatten wir schon. Und wenn wir Oma Utz ansprechen? Darf ich euch kurz unterbrechen? Natürlich. Hast du den Hammer gefunden? Naja, er ist in meinem... Du kannst ihn, solange du mir... Ich doch nicht. Das ist also dasselbe. Egal, wen wir ansprechen. Haben wir sonst noch irgendwelche... Haben wir nicht. Ja, dann weiß ich gerade schon wieder nicht mehr, wie wir an den Hammer kommen oder eventuell das Feuer löschen. Da bin ich mir doch jetzt schon wieder etwas unschlüssig. Und irgendwie... Geht's hier aber auch nirgendwo weiter. Wir kommen also auch nicht raus aus dieser Szene. Bevor wir den Hammer haben wahrscheinlich. Oh, wir haben ja eine Tischdecke eingesammelt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Versprichst du mir, dass er nicht versuchen wird, mich mit stumpfen Gegenständen K.O. zu schlagen, um meine Sachen zu stehlen? Rufus doch nicht. Als ich ihn traf, war er vielleicht etwas rüde und manchmal sogar respektlos. Aber im Herzen ist er ein sehr feiner Bursche. Ja, warum kann ich das denn jetzt nicht benutzen? Versprichst du mir? Warum reden die denn da nur miteinander? Ich wollte das Feuer löschen mit der Decke. Das ist ja jetzt blöd. Und dann fangen die einfach an zu quatschen, ohne dass irgendwas passiert. Und du bist sicher, dass er nichts von meinen Sachen klaut? Keine Sorge. Der alte Rufus hätte das vielleicht getan. Nicht aber der neue Rufus. Können wir vielleicht den Vogel abtrocknen mit der Tischdecke? Du hast mich fast überzeugt. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Wehe. Er verstopft mir den Müllzerkleinerer. Die Schneiden sind so scharf. Andauernd verfangen sich Sachen darin. Ach, Oma, du hast vielleicht Sorgen. Und nun? Ist ja großartig. Was machen wir jetzt? Ich dachte, vielleicht können wir die Tischdecke nass machen und dann das Feuer damit löschen, aber offensichtlich kriegen wir die Tischdecke jetzt nicht mehr zurück. Also funktioniert auch das nicht. Inventar ist diesmal wirklich leer. Ja. Ich würde vorschlagen, wir speichern an der Stelle erstmal ab. So, das haben wir getan. Darf ich euch kurz unterbrechen? Natürlich. Hast du den Hammer gefunden? Naja, nicht direkt. Er ist in meinem Werkzeugkasten. Du kannst ihn gerne nehmen, solange du mir versprichst, kein Chaos anzurichten. Ich doch nicht. Natürlich, das versprechen wir doch gerne. Solange du mir versprichst, dass er vorsichtig ist, ist alles gut. Hauptsache, meinem Opfi-Pieps passiert nichts. Dem passiert schon nichts. Versprochen.
dass es jetzt nicht wirklich passiert. Tja, da muss ich wohl das Handtuch werfen. Dein Rufus scheint sich wirklich gebessert zu haben. Oh je, gerade jetzt, wo Doc Oma Utz überzeugt hat, was Rufus für ein Lieber ist, musste ihr Pieps doch dran glauben. Und jetzt haben wir endlich die nasse Tischdecke. Na holla! Da ist ja das gute Stück. Hast du ihn endlich gefunden? Ja, klar. Das hat aber lange gedauert. Ich hoffe, du hast kein Chaos angerichtet. Niemals. Aber genug geplaudert. Boso wartet bestimmt schon. Entspann dich, Rufus. Es brennt ja nicht. Oh doch. Genau. Ich dachte wenigstens, er würde das Feuer löschen. Was riecht hier eigentlich so seltsam?